Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 5 und es geht direkt los, wie wir es erwartet haben. Wir sehen uns gleich wieder. Willkommen im Bliss. Im Bliss. Ich sollte mir vielleicht nochmal einen Tester anlegen für... Für? Die Kamera. Habe ich nicht eine von mir schon für? Ich weiß es nicht. Nein. Oder ist es dir nur egal? Du läufst mal hierhin, mal dorthin. Du fügst denen Gewalt zu, die dir überhaupt nichts tun wollen. Sie sind zufrieden hier. Sie wollen hier sein. Naja. Deswegen bekloppt ihr die auch. Ich weiß, dass du zweifelst. Aber nur so kann diese Geschichte enden. Nichts, was du tust, kann das ändern. Deine Freunde da draußen, sie sind getrieben von Angst. Sie verstehen es nicht. Aber er versteht. Er zeigt es dir. Hey, Rookie. Komm schon. Komm, alles okay. Ja. Ich weiß, du willst mich zurückbringen. Es ist okay. Sie weiß es. Alle wissen es. Du glaubst, du tust das Richtige. Du glaubst, ich müsste gerettet werden. Aber muss ich nicht. Ich will nicht zurück. Nie wieder. Hast du dir jede Zeit genommen und auf dein Leben zurückgeschaut? Ich meine, was du tatsächlich daraus gemacht hast, weißt du? Man sagte uns, wir könnten alles werden, oder? Ein berühmter Sänger, ein Spitzensportler oder ein Filmstar. Wir könnten alle Erfolg haben, Rookie. Aber nein, das ist nicht wahr. Wir leben oberflächliche Leben und tun nur das, was andere uns sagen. Tag ein, Tag aus. Jeder denkt, er hätte einen freien Willen. Aber komm schon, wann hast du zum letzten Mal etwas getan, das nicht erwartet wurde? Abverlangt. Nein, Rookie. Wir leben nicht unser Leben. Wir leben ihres. Und wir glauben, wir hätten einen freien Willen. Aber das ist eine Lüge. Eine Illusion. Oh, Mann. Ich bin so fertig damit. Ich will kein Opportunist mehr sein. Ich will nicht mehr nur ein Handlanger sein. Und ich will nicht länger der Müllschlucker sein. Ich bin es so leid. Weißt du? Wenn das echte Leben ist, wo ist da der Sinn? Nur hier habe ich die Chance, das zu sein, was ich niemals für möglich gehalten habe. Zufrieden. Eine wunderschöne Prinzessin. Und letzten Endes, Rookie, ist das nicht das Einzige, das wirklich zählt? Zufriedenheit? Freut sich, dass er nicht mehr der ist, der er sein muss, hat aber immer noch so ein US-Marshall-Ding an. Ja.
Das ist für den Spieler, damit man den erkennt. Ja, er ist so unwichtig, dass man ihn nicht mal anhand seines Gesichtes erkennt. Vertrau dem Bliss nicht! Ja. Hol dir den Marshall! Hallo, Olli! Oh, hallo! Holen wir uns den Marshall? Holen wir uns den Marshall, ne? Jetzt kommt's drauf an! Lass neuer Wackelkopf in den Werkstatt. Cool. Da, er darf nicht durch dieses Tor gelangen. Ja, nein. Wir müssen ihn fangen! Nein! Fang ihn schnell ein! Los. Schnappt euch den Marshall! Rookie, du musst ihn retten! Hast du den Lasso dabei? Ja! Oder Lasso da! Wir spielen Cowboy und Indianer! Lass ihn in Ruhe! Nein. Also, das ist schon eine schöne Droge, ne? Möchte ich aber auch mal ausprobieren. Ja, nee, danke. Guck mal, die haben Bäume, die so Luftblasendinger. Weißt du, wie heißen die Dinger? Formen? Da, siehst du? Bitte? Bisschen fehlgeschlagen. Du hast den Marshall nicht aufgehalten. Ja. Oh. Hey, ja, tut mir leid, dass ich dich schneller laufen konnte. Ja, tut mir leid, liebes Spiel, dass ich nicht schneller laufen darf. Als ob du innerhalb den ersten 3 Sekunden losrennen musst. Um diese Mission zu schaffen. Ich glaube, ich hätte einfach jetzt auf den E drücken müssen oder so. Das habe ich nicht. Ich konnte nicht mehr E. Na gut, ich habe mich gerade umgeschaut. Vertrau dem Bliss nicht. Hol dir den Marshall. So, wir müssen jetzt schon direkt losrennen, damit wir das überhaupt schaffen. Ja. Wir dürfen nicht mal erstmal in das Spiel nochmal neu reinkommen. Nein, oh, du bist im Spiel beigetreten. Ja, bin ich. Lass den Marshall nicht durch dieses Tor gelangen. So, siehst du, jetzt ist er halt nicht mal in der Nähe von dem Tor. Du bist schon an ihm dran. Darf ich einen Takedown? Schnappt euch den Marshall! Rookie, nein. Du musst ihn retten! Ja. Wir retten nein ihn! Gesagt. Ich hab Nein gesagt und du machst nicht, ihn trotzdem. Nicht bei irgendwie eine Animation oder so? Nein. Nee, wir gehen in den Ladebildschirm. Wir gehen jetzt in den Ladebildschirm. Der Ladebildschirm ist die Animation. Das ist der Takedown. Ja. Der Ladebildschirm. Richtig. Wir erschlagen mit ihm einem Ladebildschirm. Dass er freiwillig aufgibt, weil ihm langweilig geworden ist. Ja. Ach ja. Hm. Männchen. Du hältst dich gut. Tracy, bring die Spritze hier rüber! Oh, ruhig, ganz ruhig, Berg. Zieh mich an! Ruhig! Nein, keine Kurve! Nein! Okay, ist nur ein Beruhigungsmittel. Die Waffe kommt nicht einfach aus dem Bliss und ist clean. Ich kann es. Sheriff, okay. Bitte. Okay. Ich bin nicht verwirrt. Okay. Weg der Verbleib. Okay, leg dich einfach hin. Ganz ruhig. Du hättest sie nicht herbringen sollen. Tracy. Fick dich, Tracy. Ich halte das für eine Scheißidee. Das habe ich von Anfang an gesagt. Du hast keine Ahnung, was sie mit deinem Gehirn anstellt. Trau ihm nicht. Ich rede mal mit dir. Hätte nicht mal ja gesagt. Ja, ne? Ich wollte sagen, ja, es fickt dich. Ja. Beziehungsweise leck mich am Arsch. Aber. Ich darf mich wieder bewegen. Der Rest von Amerika kann sich von der Menschen. Darf ich den hauen? Nein. Schade. Wir haben hier alles, was wir brauchen und. Ich hätte ihm gerne so einen Schulterklopfer gegeben. Nochmal, Deputy. Ich kann's kaum fassen, dass du den Marshall aus der Glückseligkeit geholt hast. Das wird die Welt nicht durchgehen lassen. Siehst du das? Sei auf der Hut. Komm, Marshall, steh auf. Steh auf, Marshall. Na los, komm, wir schieben ihn raus. Ja! Oh, Er versteckt sich im Schrank. Er ist traurig. Ich surfe! Nicht. Oh. Nein! Nochmal surfen. Das mache ich ziemlich oft in letzter Zeit. Na komm. Ja, jawohl.
Jawohl, komm, wir kriegen. Ach, ich will den ins andere Bett kriegen. Die Kugas verlassen sich auf dich. Ich steck hier am Tisch fest, oder? So, hier zusammen. Nein! Scheiße. Neuer Versuch. Ganz langsam. Langsam und mit Gefühl. Jeder Jäger braucht einen guten Hut und Geduld. Den Hut gegen die Zecken, die Geduld für den Schuss. Danke, dass du dem Gefängnis geholfen hast. Kein Problem, Brudi. Ist ein Magier. Ja. Wir helfen diese bei so einem neuen Zaubertrick. So, jetzt langsam. Stopp, langsam weiter. Na komm. Nur noch ein kleines Stück, dann sind wir zu. Oh. Ach, gut, ich glaube, das geht dann doch nicht. Ich glaub, Texte, damit will ich ins andere Bett. Mein Großvater hat mir das Schießen beigebracht. So, wo müssen wir denn hin? Ja, quatschen wir hier mit dem, oder? Das. Kollege. Entschuldigung, ich hab nur. So, einen Moment. Deputy, ich muss dich was fragen. Mhm. Hast du schon mal von einem Kerl namens Feeney gehört? Nein. Er war der Apotheker der Stadt. Viele haben ihn respektiert, hielten ihn für eine Stütze der Gemeinde. In Wahrheit war er nur ein Drogendealer. Feeney ist jetzt bei der Sekte, hat denen geholfen, Bliss zu erschaffen. Er soll oben bei den Jessop-Gewächshäusern sein. Da gab es einen wunderschönen Lichthof, bevor... Ja. Bevor... Jetzt nutzt Feeney das, um sein Gift anzubauen. Überall nur noch Felder von diesen grässlichen Blumen. Also dachte ich, wenn du da zufällig vorbeikommst und seine Blumen verbrennst, ich wette, dann kommt Feeney bestimmt panisch angelaufen. Bestimmt. Machen wir. Oh. Die haben keine kühle Luft mehr. Du hast diesem County einen unschätzbaren Dienst erwiesen, als du den Knast befreit hast, Deputy. Aber da auf der anderen Seite soll das liegen, das man aufnehmen kann. Die Vorräte werden knapp, wir müssen sie auffüllen. Komm! Mann, ich wünschte, ich hätte mir so eine Mähmaschine geholt, als ich die Gelegenheit hatte. Beinbruch! Hals- und Beinbruch wünsche ich ihm. Oh, jetzt bin ich hier wieder. Ich hab doch niemand gesehen, dass da was sein soll. Hier ist doch die Kiste. Hier ist die Kiste. Ich hab aber, ich kann nicht mehr plündern, ich hab voll. Hier ist die Kiste. Warte mal. Da ist noch eine Kiste, ne? Ja, das ist die Kiste, die wir durch die Wand gesehen haben. Danke, dass du dem Gefängnis geholfen hast. Ja, weil ich muss mal ein paar Sachen herstellen. Ich kann nämlich schon nichts mehr, Grüß dich. Ich kann das da herstellen. Eine Granate kann ich leider nicht herstellen. Mal sehen, ob die auch alles so MacGyver-mäßig hinkriegen wie die guten Menschen aus Hope County. Habe ich schon 4 von 4, kann ich nicht herstellen. Oh, das war meine Paddel. 4 von 4 kann ich auch nicht herstellen. Gut, dass du den Kugel beim Gefängnis helfen konntest. Ihr braucht kein Bier. Bier ist schlecht für euch. Genau wie Pizza. Hier wird nichts gegessen. Beeindruckende Arbeit da beim Gefängnis. Dankeschön. Ein Geräusch! Ja Mensch, ein Geräusch! Kannst du das glauben? Ein Geräusch! Was können wir denn hier machen? Kaufen, verkaufen. Kann ich dir irgendwas andrehen? Nein. Ich habe 1100. Damit kann ich nicht gerade viel anfangen. Also irgendwann möchte ich das Faith-Kleid haben. So, Oberkörper. Was ziehen wir denn jetzt mal an? Mehr sammeln kann. Sehen wir mal an.
Ja, ja, Oregano stelle ich her. Ich glaube auch. Ja. Wir gehen back to the roots. Dass du beim Gefängnis helfen konntest. Ja, ja, ich habe Oregano genommen, das geht. Ja? Ja. Wo ist denn Oregano nochmal? Geh mal Q, drück mal Q. Ja. Ach genau, ein Werkzeug. E. So, und dann um links Oregano kannst du herstellen und dann kannst du Linksklick drauf machen, kannst du es auch benutzen. Oh. Ich hab Oregano genommen. Ich trinke ein bisschen Schnaps. Schnaps kannst du auch. Oh shit. Oh shit. Bin richtig drauf. Ich bin ein bisschen betrunken. Ich hab da so ein. Geht's irgendwie nicht so gut? Ich hab so ein. Neun Flaschen gesuppelt. Meine Chance, unser Land zurückzuholen. So. Gibt es irgendwelche coolen neuen Kopfbedeckungen oder so? Nein. Doch, gibt was. Aber das hast du. Ah, ne, das hast du nicht freigeschaltet. Anarchist. Wir sollen mal mehr Haare machen. Soll ich meine neue Frisur ausprobieren? Kannst du gerne tun. Oh Gott, die sieht schrecklich aus. Ich glaube, die habe ich aber schon mal benutzt. Komm, wir nehmen mal die hier. So, haben wir noch hier irgendwie irgendwas Tolles, Cooles? Ich muss jetzt auch mal einen ganz anderen Stil jetzt mal machen. Ich habe ein bisschen Geld erst wieder verdient. So, mir geht's gleich wieder gut. Mach mal einen neuen Schnaps. Little Tracy, können wir mit dir reden? Nein. Ich hätte ganz gerne die Personen da oben angequatscht. Die haben nämlich ein Versteck für uns. Was haben die? Warte. Was ist denn hier nur? Hey, ich bin vor dir. ich hab eine Waffe ausgewählt. Ich dachte, ich hätte weiter, da aber nicht. Wo führst du mich hin? Wie du läufst. Die Peggys haben ein Riesenlager in der Mine vom Bright Warden Radon Kurort. Schicke neue Frisur. Gewehre, Munition, lauter Zeug, das wir brauchen. Irgendwie haben wir immer zu wenig Nachschub. Wir sollten uns ihren holen. Ein Prepper-Versteck. Auf der Karte öffnen habe ich gedacht. Oh, was machen wir? Das ist nur direkt in die Ecke. Können wir einfach über den Fluss und dann den Weg da lang oder nicht? Ja, das ist da. Weißt du? Einmal über den Fluss und dann hier diesen Weg, ne? Genau, genau. Machen wir. Du hast den Revolver, ne? Habe ich nicht mehr ausgerüstet. Warum? Weil ich inzwischen was anderes ausgerüstet habe. Okay, vielleicht können wir da nicht einfach so rüber. Nee, aber warte, wir können hier unten. Da kommen wir doch wieder an Land, oder? Wir können ja auch rüberfliegen vielleicht. Hast du was zum Fliegen da? Gletscher? Achso, warte mal, ich hab wieder den Bug mit der Maus. Ja, du hast ja auch einen Gleitschirm, oder nicht? Ach so, meinst du? Ja, klar. Aber das funktioniert leider meistens nicht so gut bei mir. Told you. Geht nicht auf. Ha, bist du auch gestorben? Ja. Ich höre neben mir nur so platt. Ich glaub, wir... Oh Mann, sind wir Helden. Ich glaube, wir müssen einfach erst drücken, wenn... Wenn das da wirklich steht, dann einmal drücken und nicht die ganze Zeit gedrückt halten, was ich gemacht habe. Ja, ich habe das auch gedrückt gehalten, aber es hat nicht funktioniert. Ich probier das jetzt mal so aus, wie ich es gesagt habe.
Ja, hören wir jetzt noch. Halte deinen Gletscher offen, bis du den Boden erreichst. Stütze, Schade durch Stütze vermeiden. Du, liebes Spiel. Ja, ne? Haben wir versucht. Funktioniert nicht so gut. Okay. Hab ich mich erschrocken. Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Eigentlich haben wir nichts zu melden, solange du in der Nähe bist. Ah doch, hat er gespeichert. Mein Deputy ist unterwegs. Haltet die Kanäle für die Unterstützung frei. Verstanden. Die überwachen alle Kanäle. Dick ist in Richtung, auf jeden Fall. Während meiner Schicht verschwindet hier niemand mehr. Danke für die Sache im Gefängnis. So, jetzt müssen wir aber... Kannst du den nochmal anquatschen? Nee, ne? Ach, ist sogar noch markiert. Ja. Ich hab eine Granate gefunden. Okay, ich hab die Tür einfach mitgenommen. Okay. How do I get up there? Also ich bin da, ich weiß nicht, wo du bist. Wir sollten hier eigentlich sicher sein, aber Faith scheint glücklich darüber, dass wir alle an einem Ort zusammengepfercht sind. Let me up! Da muss ich hier up, up and away! Die Klinge ist erst scharf, wenn sie durch Leder wie durch Butter gleitet. Ich verstehe, was du meinst. I'm on my way! Ein kleines Feuerchen gemacht. Mhm. Jawohl! Welche Taste hast du jetzt gedrückt? Shift. Aber wirklich erst, als das Ding auftauchte. Okay. Hm, liegt da der Fehler. Du bist bei mir im Berg gewesen. Oh, direkt ein Auto. Ja, guck mal. Als hätte das jemand gewusst, dass wir hier vorbeikommen. Juhu! Wie bist du denn jetzt? Hä? Okay. Ich fahr gar nicht erst. Ist ausgestiegen und ist auf einmal. Oh. Du warst auf einmal hinten bei mir auf der Lagerfläche. Wo sieht man uns hier jetzt? Eine Achter kommt ein. Hallo, kannst du mal sterben? Okay. Wir steigen mal aus. Tot. Weiter zu sterben. Steck sie ein. Wir nehmen eine Abkürzung. Verdammt. Ja, das macht ja nichts. Das darf ich erfahren. So, das sind ja wahrscheinlich wieder Gegner. Ja, das sind wahrscheinlich Gegner.
Was? Ziel anvisiert? Warte mal. Guck mal da! Die sind da gespawnt gerade. Vor allen Dingen, warum ist das Nick? Tod von oben! Nee, das ist nicht Nick. Ich nehme Schaden! Hey, ich nehme Schaden! Aha, weil ich muss gerade mal gucken. Ich dachte, als Begleiter hätte ich jetzt jemand anderen ausgewählt. Ja, sie habe ich doch auch ausgewählt. Haben die Symbole geändert? Wir kleben da ein paar Peggy-Klabusterbären am Arsch, Schätzchen! Ach, du bist wieder! Die ist im Heli, da kommt sie gerade. Ich hab hier oben ein Problem! Die hat ihn auch hier abgeschossen. So, jetzt haben wir nämlich Heli-Unterstützung. Das war irgendwie nicht mehr richtig ausgeprägt. Hey, Schätzchen! Was geht? Was geht? Da bin ich ein Schnittchen. Hier war das Wellness. Google das mal. Heutzutage versteckt die Sekte hier irgendwelche Scheiße. Wenn ich mutiger wäre, würde ich sie nach Vorräten durchsuchen. Wer sich in dieses Gruselkabinett wagt, sollte zumindest Strom haben. Der funktioniert nämlich noch, sofern man drinnen einen Schalter oder einen Generator findet. Olli. Hallo. Aber auf die wird geschossen. So, das Strom sollen wir richtig anziehen. In die Hose gehen können. Strom benötigt. Müssen wir anmachen. Ach, wow. Guck mal, die sind hatte dann eingeschlafen. Oh, wie süß. Aber wer lacht denn jetzt hier? Hast du das Lachen gehört? Das war ich. Entschuldigung. Willkommen im Bliss. Ja, willkommen im Bliss. Das ist doch sie. Ja, bin ich. Nein. Was tust du? Ich tue gar nichts. Das soll dich erschrecken. Das hat sich der Spieleregisseur überlegt. Siehst du genau wie das hier? Das geht nicht. Natürlich geht. Achso, das geht nicht. Warte, geh mal weg. Achtung. Hier ist ja eine Tür. Können wir da auch rein. Ah! Was denn? Klar, da ging's runter. Ich hab's im Nebel nicht gesehen, dass es hier runter geht. Die Arschlöcher da drüben! War da unten was? Nee, oder? Nee, nichts gesehen. Nee. Ich sehe ja nicht, wo das andere Ende ist. Von daher ist Routerspringen eigentlich einfacher. Beziehungsweise auch sicherer. Tja, Schätze, wir haben ein paar neue Tanzpartner. Ah, gut. Ah, lange. Welches Fiest. Warte mal, hier bricht was. Hier bricht gar nichts. Hey. Ich will ins Bliss. Oh. Ding dong. Ding dong. Wir sind da. Schade. Rumzuballern. Ich dachte, da könnte man in der Mitte doch rein. Ich mach den Strom an. Au. Jetzt ist der Strom aus. Hast du mich umgehauen oder was hat mich umgehauen? Der Strom. Nein, guck, der Strom ist an. Das wird jetzt auch abgesaugt hier. Ich glaube, der Rückweg ist jetzt. Da ist jetzt kein Blitz mehr. Oh fuck, jetzt der, leben die. Der wieder. Ist aber. Der, ich, der, wenn ich da drauf. Ne, jetzt ist er rot, okay. Gerade war das grün. Es ist Peggy-Jagd-Saison! Juhu! Danke Gott! Das ist viel zu schnell für mich, warte mal. So ein Geiler! Juhu, nee. Wie heißt das nochmal? Türkenkreis oder so. Guck mich hier an.
gesehen, der hat mich angeschaut. Durchladen, Schätzchen! Take down! Endlich etwas Action! Was suchen wir? Ah, der lebt noch! Der lebt noch? Hier ging's aber auch weiter, Olli. Wo ging's hier weiter? Ja. Du gehst jetzt wieder zurück gerade. Wow. Ich hoffe, du bist bereit. Da kommt Ärger auf uns zu. Können die mal alle aufhören, so viel zu reden? Der Weg nach Eden ist offen. Ja, das ist halt typisch Ubisoft, ne? Die können nicht mal 2 Minuten ins Maul halten. 2 Sekunden reicht schon. Wir müssen so wieder was sagen. Hell. Oh, warte. Ah! Ich wollte hier mit der Schaufel eins rüberziehen. Schätzchen, nehme ich mit. Wie soll man weiter runterkommen? So, wir sind jetzt direkt an einem Deckenhaus draußen. Den könnten wir machen. Ja, finde ich gut. Wer schießt denn da auf mich? Hallo? Irgendwer schießt hier auf mich. So, 300 Meter. Ach, übrigens, warte mal. Wenn ich so auf meinen Kurs schaue, dann machen wir das heute gar nicht mehr. Du hast vollkommen recht. Ja, ne? Ja. Ja, jetzt darf ich mich dranhängen. Au! Hier, du musst im Kreis musst du dich schieben. Nein, ich versuche jetzt erstmal ganz hoch zu kommen. Hallo! 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 Roger! Na du, was geht ab? Ach, die reißt zum Beben, wenn ich hier einsteige. Sie ist die Nachhut! Au, der springt einfach raus, wenn du ihn drückst. So, dann sag mal tschüss! Ja, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, like das Video, kommentiert das Video. Und ja, ein. Tschüss! Tschüss!